Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Nun ja, Night of the Dead. Ja, so Night wie hier ist es gerade gar nicht, denn es ist mehr Dead wie Night. Ja, leider, wie ihr seht, befinde ich mich im Menü, was eigentlich sehr ungewöhnlich ist. Normalerweise hätte ich jetzt weitergespielt. Ich hätte aber, glaube ich, auch im Menü angefangen. Ich wollte eigentlich was geändert haben. Jetzt habe ich ein Problem. Sobald ich auf Spiel starten klicke und unseren Charakter auswähle, Detlef, dem behaarten Kerl, auf Singleplayer gehe und mein Autosave laden möchte, der, glaube ich, auch, glaube ich, gar nicht aktuell ist. Das ist von 22. Mein Speicherstand ist nämlich futsch. Und ich kann den zum Beispiel auch gar nicht laden. Ich kann meinen Speicherstand nicht finden. Das ist die Streamworld oder Steam. Nee, Stream, genau, Streamworld, die ich mal im Stream gespielt habe. Da war ich ja schon ein bisschen weiter, da habe ich schon eine Base gebaut und so ein Kram alles. Ja, es ist leider das Problem, der Speicherstand ist futsch. Ich habe vor kurzem meinen Rechner neu aufgesetzt. Und ja, machen wir die Musik ein bisschen an. Ich weiß gar nicht, warum ich die ausgemacht habe. Und ja, jetzt die Frage, fange ich jetzt nochmal neu an? Ich wollte eigentlich, Schwierigkeit kann ich gar nicht ändern, sehe ich gerade. Ich mache mal ein neues Spiel. Ich hoffe, ich komme in die Einstellung. Ja. Und zwar wollte ich tatsächlich keine Wellen aktivieren. Ja, ich weiß, finden einige wahrscheinlich jetzt nicht so pralle. Aber ich persönlich finde es für den Anfang, glaube ich, ganz gut. Ich weiß nicht, ob man es nachher noch ändern kann. Vielleicht, um sich ein bisschen vorzubereiten. Aber auch, ich glaube, jemand hat es sogar in den Kommentaren geschrieben, dass er das auch ein bisschen unrealistisch findet. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde das auch ein bisschen zu übertrieben, weil es ist ja jede Nacht, ne? Und nicht jede Nacht wird eine Basis von Wellen angegriffen. Es wäre besser, wenn das so wie bei Seven Days, so nicht alle sieben Tage, aber so, keine Ahnung, nach einer Woche oder nach gut, das sind ja sieben Tage, aber keine Ahnung, nach fünf Tagen oder so ein Kram, weiß ich nicht. Ich verstehe den Hintergrund des Entwicklers oder der Entwickler, keine Ahnung, weiß ich nicht, ob es mittlerweile mehrere sind, dass man versucht, unabhängig von anderen zu sein, klar, ne, nicht so wie Seven Days nach sieben Tagen und so, aber ja. Ja, das ärgert mich jetzt ein bisschen, dass wir kein kein Dings haben. PvE-Modus, Hardcore, kein Ende, fortgeschritten allgemein, wie Benutzer definiert, Details. Was hatte ich denn gemacht? Hatte ich 118 Minuten gemacht? Ich glaube 118 Minuten habe ich gemacht für eine Nacht, ne? Und genau, der Rest, glaube ich, ist so geblieben. Keine Wellen. Ah, ich mach mal starten, ja. Oh, ist das ärgerlich. Wir hatten so eine schöne Bude gehabt. Oh Mann. Und dann kommt noch dazu, oh, wir sind umgezogen. Wir haben das Krokodil entdeckt. Ach Menno, Mann. Jetzt wieder alles von vorne. Ich meine, wir haben nicht viel. Wir haben nicht viel gebaut, muss man auch sagen. Wir haben nur eine Wand gebaut. Und unsere ganzen Dings, wie heißen sie hier? Werkbänke und so, das ist alles ganz schön. So, Charakterinformation, Inventar, Lichtkarte, Startpunkt ändern, Ziel ändern. Ziel ändern? Wie war denn nochmal Kamera ändern? Startpunkt ändern? Ah ja, Startpunkt ändern ist Dings, ne? Oh, warte mal, ich muss mal eben in die Einstellung gehen, nicht, dass er die Einstellung auch nicht übernommen hat. Ah, oh, Mann. Schauen wir mal, Charaktervorschau, nein. Benutzer definiert, nein. Oder ist es doch hier? Bewegung. Wo ist denn das mit Pausing ist an? Hier wird auch irgendwas mit verwackeln. Hier, deaktivieren, genau. Oh, das ist ja echt mega ärgerlich. Jetzt wackelt der auch nicht mehr, ne? Okay, wir spawnen auf jeden Fall wo ganz anders. Das ist natürlich ganz toll. Ich bin echt überlegen, ob ich mal ein bisschen
Musik auch im Hintergrund laufen lasse, alles nehmen. Jetzt haben wir ja auch ein bisschen Ruhe, ne? Ich finde es komisch, dass wir um 14 Uhr vor allen Dingen anfangen. Das ist irgendwie sehr merkwürdig. Haben wir eigentlich ein Messer? Nein, wir können eins bauen gleich. Aber dass wir schon ein Messer in der Tasche haben, jetzt hier mit der Animation, ist witzig. Ja, ich bin unschlüssig, ob ich nochmal weiterspiele jetzt oder wie ich das mache. Ich habe keine Ahnung. Oder fange ich doch ein neues Survival-Game an, ein anderes? Ich meine, ich habe mich echt mega gefreut, muss ich sagen. Das Problem ist jetzt erstmal, diese Behausung wiederzufinden, wird jetzt wahrscheinlich auch mega lustig. Warte mal, ich mach mal eben ein bisschen Musik an. Es ist gerade ein bisschen totenstill, ich mag das nicht. Ich brauche ein bisschen Musik im Hintergrund beim Spielen, das ist einfach so. Moment, ich guck mal eben. Ich werde bestimmt irgendwas finden, was wir nehmen können. Haben wir da irgendwas? Wie lange geht denn das? 57 Tracks? 50? Schauen wir uns das mal an. Ich weiß nicht, was es ist. Oha. Die gehen aber alle nicht so lang. Das ist nicht so gut. Was ist hier? Nervenkitzel. Die gehen zwischendurch ein bisschen länger. Gucken wir mal. Das ist ganz witzig. Ich guck mal eben. Was hier? Ja, nehmen wir das mal. Das ist, glaube ich, ganz gut. So. Dann geht mal wieder in ein Spielchen rein. So. Ja. Entschuldigung. Ja, das ist mega ärgerlich. Ich weiß nicht, was ich jetzt... Ach ja, was... Keine Ahnung, was soll ich jetzt sagen? Eben, Karte. Achso, wir haben ja irgendwo das Buch liegen, ne? Das sollte ich vielleicht mal... aufnehmen. Ja, ich bin unschlüssig, ob ich jetzt, wie gesagt, weiterspielen soll. Ich möchte euch natürlich auch darüber informieren und so alles. Ja, J-Tagebuch, ich weiß, I know. Deswegen würde ich dieses Video auf jeden Fall auch raushauen. Was sehr, sehr schade ist, muss ich sagen. Das ist echt ärgerlich, denn... Oh Mann. Macht es richtig Spaß, ne? Die Zombies sind ein bisschen duddelig, aber nun gut. Was spielen wir denn Survival-mäßig? Ich muss erstmal gucken, ob ich vielleicht ein anderes Survival-Game finde. Ich hätte auch Bock, Forest zu spielen, aber Forest spiele ich gerade privat ein bisschen mit meiner besseren Hälfte. Und das jetzt zweimal zu spielen, ich weiß nicht, keine Ahnung. Ich könnte es theoretischerweise privat, ich könnte es theoretischerweise auch im Stream spielen und privat spielen, wäre jetzt nicht so das Problem. Gut. So, wir brauchen... Was sollen wir herstellen? Achso, Messer herstellen. Ja, machen wir mal. Dann machen wir das direkt mal auf 1. Ja, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich meine, jetzt ist es wahrscheinlich entspannter, weil keine Wellen da sind. Denke ich mal. Gehe ich mal ganz stark von aus. Finde es gerade aber auch irgendwie voll gemütlich. Naja. Ja, das ist halt mega ärgerlich, ne? Ich habe gedacht, eigentlich sind die Speicherstände, also in der Regel, also so kenne ich das, in der Regel sind die Speicherstände eigentlich von Steam in der Cloud. Deswegen wundert mich das, dass bei dem Game das nicht so war. Wundert mich eigentlich. Ach, hallo Leute, ich grüße euch. Ach, Menno.
Bemerkt er mich nicht? Wenn der mich nicht bemerkt, gehen wir ihn mal besuchen. Haha. So. Das klappt ja ganz gut. Ah, Freunde, ich, ja. Es ist schade. Es ist sehr, sehr schade. Aber ich glaube, ich finde jetzt auch gerade irgendwie nicht rein ins Game. Ich finde es schade, Mann. Ich habe dem Spiel jetzt nochmal eine Chance gegeben, weil auch im Stream hat das echt Spaß gemacht. Wir haben es auch lange im Stream gespielt. Ihr habt ja gesehen an den Speicherstandbildern. Wir haben fette Base gehabt, wir haben schon Monsterfallen gehabt, den ganzen Kram und so. Aber irgendwie jetzt so beim zweiten Spielen, also jetzt gerade, nicht beim letzten Mal, wo ich angefangen habe, ja, ich weiß nicht, ich komme nicht rein. Ich finde es schade, egal. Schade für euch. Ich weiß, es tut mir leid. Ist ein bisschen auch meine Schuld. Aber, ja, ich muss ja auch Spaß dabei haben. Und wenn es jetzt mir keinen Spaß mehr macht, ist das natürlich auch blöd. Ich muss mal gucken, vielleicht überlege ich mir irgendwas anderes. Vielleicht nehme ich ja doch nochmal was auf. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Aber ich glaube, das wird, glaube ich, dann eher das letzte Video von Night of the Dead. Es tut mir sehr leid. Ich hoffe, ihr seid nicht allzu traurig und ja, ich würde sagen, wir sehen uns in einem weiteren Video wieder. Hoffentlich mit einem neuen Survival-Game und Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.